fast zwei volle Displays gekauft und wir kriegen immer noch weder eine Schildkröte noch einen Zombie-Meister. Was ist kaputt mit diesem Spiel? Hey, eine Pyramidenschildkröte. Wow. Kriegen wir jetzt noch einen Zombie-Meister dazu? Oh, und die Herren der Wichte. Ist auch eine goldene Karte. Laufende Monster vom Typ Zombie der Stufe 3 oder niedriger, die du kontrollierst, außer die Herren der Wichte, können nicht durch Kampf zerstört werden. Bleiben von Effekten von Zaubern und Fallenkarten unberührt. Ach, der Name dieser Karte wäre Totenkopfdiener. Achso, ist für Totenkopfdiener Decks gewesen, ja. Ja, zumindest haben wir jetzt 100% von dem Ding, also belassen, was jetzt dabei ist. Es reicht jetzt. Es reicht jetzt endgültig. Das Pack hat aber laut Yu-Gi-Opedia auch nur common normale Monster, bis auf eine ultra-rare Spellcard. Bist du sicher, dass du das Deck meinst? Ich weiß nicht, was in dem Pack drin ist. Das habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Es ist einfach nur ein Pack, das meiner Meinung nach schon hätte freigeschaltet sein müssen, in Anbetracht dessen, dass es so auf Game FAQs stand, aber offensichtlich war die Angabe ja falsch. Es ist jetzt nichts, worauf ich aktiv hinfarmen möchte, so ist es nicht. Mir fehlt halt einfach nur die Info, wie ich sie jemals kriegen soll. Na gut, dann basteln wir mal und entfernen hier alle Karten aus dem Deck. Jüdenabend Elementar Dark. Solche schon in Jax haben ist ein bisschen zu gut. Dafür haben wir nicht die ganzen guten Synchro-Karten, ne? Das ist das Hauptproblem damit, dass wir die nicht ganz so gut nutzen können. Okay, war mir nicht sicher, wie sehr du hinter B-Dragon Jungle King bist. Right. Zugegebenermaßen. Attraktive Karte. Filter, Kartentyp, dann hau doch mal die Zombies raus. Ja, auferstandener König Hades. Erstmal können wir die ganzen... Moment, wir machen das hier nochmal kurz rückgängig und dann nehmen wir mal ganz kurz alle Synchros zusammen, die wir besitzen. Synchro. Wir haben tatsächlich einen Brionak, Drachen der Eisbarriere, das ist verdammt gut natürlich. Flamwell Urquizas, Königin der Dornen. Nebelkreatur, kann man immer machen. Und das Tal der Gerechtigkeit. Tal der Gerechtigkeit, Lightgazer. Und dann haben wir hier den verdammtes Kaiserdrachen. Für den braucht man den solch verbreitenden Zombie per se. Den noch direkt dreimal rein. So, dann haben wir ein Side-Deck von 15 Karten. Ich gehe davon aus, dass es das... Upsa. Ich gehe davon aus, dass es das Limit. Das habe ich jetzt gerade aus Versehen rausgetan. Ein auferstandener König Hades. Ist nicht das Limit. Okay. Dann tun wir einfach noch mehr rein. Sure then. Dann haben wir halt 19 Karten im Extra-Deck. Soll mir auch recht sein. Kann ich dich eher mit Giant Turtle Who Feeds on Flames ködern? Immer, Giant Turtle Who Feeds on Flames ist Classic. Da können wir ein Schildkrötendeck mitbauen. Ist nutzlos, aber ein Schildkrötendeck. Dann suchen wir jetzt bitte die Zombies. So. Ist tatsächlich auch noch nichts limitiert von oder so, was natürlich super fies ist. Das ist natürlich der olle Seelenschnitter. Der Zombie-Meister kommt auf jeden Fall mit. Zombie-Mammut. Zerstöre diese Karte, falls du kein Monster vom Typ Zombie in deinem Friedhof hast. Wenn diese offene Karte zerstört wird, füge ihrem Beherrscher Schaden und höhere ihre Grund-ATK zu. Warten, Dreck brauchen wir nicht. Wiedergeborener Zombie, solange du keine Karten in deiner Hand hast, das ist mir egal. Sollte ja eigentlich nicht passieren. Seuchenwolf, einmal pro Spiel, so kannst du die ATK dieser Karte zum Doppeln ihrer Grund-ATK ändern. Dann wird es am Ende der Phase zerstört. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Goku N. Vampir Genesis. Vampir Lady. Über den Vampir Lord kann man mal nachdenken. Die sind eigentlich ganz cool, weil die immer wieder kommen, wenn sie durch Effekte zerstört werden.
Wandernde Mumie. Du kannst diese Karte einmal im Spielzug während deiner Mainphase in verdeckte Verteidigungsposition bringen. Nachdem du diesen Effekt benutzt hast, mische alle Monster, die sich verdeckt in Verteidigungsposition finden. Okay, naja. So, seuchenverbreitender Zombie. 1, 2 und 3. Für die Fusion davon, also für die Synchro-Fusion, brauchen wir ein 4-Sterne-Monster. Das ist ja easy. Das müsste ja gut machbar sein. Seelenabsorbierender Knochenturm ist mir egal. Rückkehrzombie braucht man auch nicht unbedingt. Roter Ogre. Rotäugiger Zombie-Drache, das kann man machen, würde ich sagen. Regenerierende Mumie kommt rein als 1800er Beatstick. Dann natürlich die Pyramidenschildkröte. Dreimal rein, wichtig, her damit. Der Paladin des verfluchten Drachen. Aber pro Spielzug kannst du einen Monster der Stufe 4 oder niedriger vom Typ Zombie, das durch Kampf zerstört wurde, als Spezialbeschwörung vom Friedhof deines Gegners auf deine Spielfeldseite beschwören. Auf jeden Fall. Nachtmar, Mesuki, was war das noch gleich? Du kannst diese Karte in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um einen Monster vom Typ Zombie als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof zu beschwören. Du kannst diese Karte in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um einen Monster vom Typ Zombie als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof zu beschwören. Extrem gut, oder nicht? Rein, rein, rein. Goblin-Zombie. Die waren auch gut. Was konnten die nochmal? Ich erinnere mich nur, dass man die gespielt hat. Dunkler Staubgeist, Flucht des Vampirs. Guardian des Pharaos, Geist des Pharaos, Garnia, Gesicht des Todes. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, lege die oberste Karte seines Decks auf den Friedhof. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, füge deine Hand ein Monster vom Typ Zombie mit 1200 oder weniger Death an deinem Deck hinzu. Ah, okay. Was haben wir denn cooles mit 1200 oder weniger Death, das man auf jeden Fall haben will bei einem Goblin-Zombie? Wir nehmen den erstmal rein, natürlich. Was bist du noch gleich? Sowieso zu viele Sterne. Herrin der Wichte. Wir haben kein Totenkopf-Diener-Deck, brauchen wir nicht unbedingt. Der Kickman. Chopman. Bösartige Anwärter. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, lege während der Stand-by-Phase deines Gegners eine Anzahl von Karten vom Deck deines Gegners auf den Friedhof. Gleich die Anzahl. Okay. Blutsauger. Unfug. Berserker-Drache. Kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer durch den Effekt vom Pakt mit dem dunklen Herrscher. Nein, danke. Okay. Death oder weniger. Das heißt, die konnten hier die euren rotäugigen Zombie-Drachen einfach beschwören, ne? Ist richtig. Brauchen wir überhaupt einen Vampirlord? Vampirlords sind zwar cool, aber ich glaube, wir brauchen den nicht. Zumindest nicht in dieser Kombi hier. So. Dann. Ja, er kann ja quasi. Er kann solchen verbreitende Zombies holen, kann sich selber holen. Kann Paladin des verfluchten Drachen holen. Ja, gut. Filter zurücksetzen. Ungünstig in der Kombo ist natürlich, dass wir mal wieder hier unter diesen ganzen Effekten quasi nichts haben, was Zauberfallen zerstören würde. Was schade ist. konnte ich nach neuen Karten suchen? War das ein Ding? Ich glaube nicht. Zombie Mammut, Zombie Welt. Wir
spielen zwei Zombie-Welten und ein Terraforming. Ich hoffe mal, wir haben... Heißt wahrscheinlich Landform. Das ist ML. Landformen, ja. Zombie-Welt mindestens dreimal, am besten sechsmal. Also, ich weiß nicht. Zombie-Welt selber macht ja nichts. Gegner kann nicht Tribut beschwören. Die Monarchen-Deck super, aber das hier ist ein Deck, in dem nicht alle Meta spielen. Von daher ist das, glaube ich, nicht so geil, wie man erstmal glaubt. Ist natürlich hier in Kombi mit dem rotäugigen Zombie-Drachen super. Könnten wir einen Ruf der Mumie reintun. Vielleicht auch zwei. Ruf der Mumie ist allgemein eigentlich ganz cool. Ich will die Hand nicht aus Versehen irgendwie geblockt haben. Das ist gefährlich. Gucken wir nachher, wie viel davon drin bleibt. Schmeißen wir mal eben die limitierten Karten rein. Und dann müssen wir irgendwas mit Zauberfallen machen. Wir müssen irgendwas. Wir müssen irgendwie die ganzen Control-Decks ausschalten, was ja relativ viele Gegner hier leider haben. Erstmal limitiert. Aufschlagen, ja gerne. Buch des Mondes weiß ich jetzt nicht. Gehirnkontrolle ja gerne. Gemeinsam sind wir stark, könnte man machen, überlege ich mir noch. Könnten königliche Erlass spielen. Das wäre eine Option. Und dann nur die wichtigsten Fallen quasi reintun. Wir haben halt nur Staubtornado statt MST zum Beispiel, weil wir einfach keinen MST besitzen in diesem Spiel. Ärgerlicherweise. Rein. Ja, wir müssen aber, wie gesagt, Staubtornados dazu tun. Damit wir irgendwie so ein bisschen Zauberfallen entfernen können. Filter rückgängig machen. Filterfalle. Staubtornados da noch rein. Ist doof, dass die Pyramidenschildkröte 1400 Death hat. Die Pyramidenschildkröte können wir nicht über den Goblin-Zombie suchen. Sonst noch irgendwelche wichtigen Goblin-Kombi-Karten, die wir spielen sollten. Annulliere die Aktivierung und den Effekt einer Zauber- oder Fallenkarte, die ein offenes Monster vom Typ Zombie als Ziel bestimmt und zerstöre es. Ist aber halt nur für Targeting. Das Auge. Das ist Quatsch. Ja, ne? Schätze. Tu mal gemeinsam, sind wir stark wieder raus. Sowieso nie verstanden, warum Mage Power auf 2 und United We Stand auf 1 ist.
Wobei es natürlich eine gute Kombi hier mit den Schäfchen oder so ist. Na gut. Will sich jemand einen Decknamen kaufen, sonst überlege ich mir gerade mal was. Decknamen ändern. Ansonsten ist es Bone Stack oder so. Schreibt man die nochmal? Hatte Bones überhaupt ein E drin? Schreibt man den Bones oder schreibt man den Bonds ohne E? Wir schreiben ihn. Fünf Sets, was? Bones. Okay, es ist jetzt Bones seins. Das passt schon. So. Sehe, dann speichern wir das mal so. Oder auch nicht. Wieso kann ich es nicht speichern? Ach so, es ist doch ein Limit von 15 Karten im Extra-Deck und deswegen lässt er uns nicht. Das ist ja cool, dass er uns aber 19 Karten reintun lässt. Witzig. Ja, ist mir schon durchaus bewusst. Aber irgendwie... Hä, bin ich bescheuert? Wieso? Okay. Ich war etwas verwirrt, warum ich nicht in das Menü rüber durfte. Verdammtes Kaiserdrache. Auferstandener König Hades. Bam, 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 bam. Zwischen bla bla bla, Differenz, Kampfschaden zu dieser Karte gewinnt 300 ATK für jedes Mal, in dem es auf diese Weise Schaden zugefügt wird. Königin der Eulen Dornen. Tu mal die Königin der Dornen raus oder so. So, Bones Seins. Destiny-Karten nicht gesetzt, Deck editieren und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Wen stört es an, dass keine Destiny-Karte gesetzt ist? Wir haben sowieso Destiny-Draws nicht an, ein Schwachsinn-System. Okay, dann haben wir jetzt Bones sein Deck gebaut. Okay, so. Ein Probeduell, damit können wir jetzt auch noch machen. Haben wir hier jemanden, den wir noch nicht kennen? Nee, kennen wir alle schon. Fangen wir doch einfach mal hier mit denen hier an. Lawrence haben wir erst einmal duelliert. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Herz der Kartenmechanik. Ja, Herz der Kartenmechanik ist super, um den Gegnern halt in jedem Duell eine Spiegelkraft vom Topdeck zu geben, weil sie in den Lebenspunkten zurückliegen. Das passiert immer. Das ist ein super System, wo Gegner dann immer irgendeine nervtötende, alles vernichtende Falle als Schlüsselkarte gesetzt haben. Karten der sicheren Wiederkehr, Zombie-Welt. Zombie-Meister statt Ruf der Zombies zu wählen, okay. Fusion in der ersten Runde, was topdecken die alle einfach Fusion, die sie dann auf der Starthand haben? Ryu Senshi. Und eine Ryu Geist dazu. Schade, dass wir nicht den Fluch der Vampire einfach gespielt haben, was eine Option gewesen wäre, weil sie hatte Ruf der Mumie, dann wäre das nämlich alles gar kein Problem gewesen, was hier gerade passiert. Okay, Zombie-Welt ist schon draußen. Du kannst diesen Effekt nur in deinem Battlestep aktivieren. Okay, geht nun sein Battlestep. Ja, dann... Ist ja einfach. Dann spielen wir mal erstmal Mezuki und attackieren mit Mezuki. Kartenbesicherung Wiederkehr noch erlaubt. Sieht so aus.
zwar verwunderlich, ja, aber scheinbar, ja. Scheinbar gerade mal wieder eine Phase, wo es wieder auf 1 hochgesetzt wurde oder so. Und dann haben wir hier so einen Stopp-Tornado. Cool, ist nicht so gut. Rotation, okay. Und ein flinker Momonga. Ja, großartig. Naja, ist gerade schon okay. Die zerstören wir mal, weil wir nicht wissen, was das ist. Gegner verhindert es tatsächlich. Zwei Lebenspunkte dafür. Okay, können wir jetzt einfach mal Ruf der... Warum aktivierst du den Ruf der Mumie denn nicht? Jetzt aktivierst du Ruf der Mumie, nachdem du schon was gespielt hast und Ruf der Mumie keinen Sinn mehr macht. Oh Gott, das ist wieder so typisch, ey. Und eine Gehirnkontrolle hättest du auch gehabt, Gehirnkontrolle auch nicht benutzt. Sondern ich habe gedacht, mit Carmula wäre ein lustiges Tag-Team, weil Zombies gut sind, aber die KI hat wieder keine Ahnung, was sie da tut. Also so richtig keine Ahnung. Und das ist nur das allererste Duell, da können wir uns ja was gefasst machen. Ugh. Zum Kotzen. Ich hol jetzt den rotäugigen Zombie-Drachen raus. Satorus bringt uns nichts. Satorus ist ein komplett toter Tag-Partner. Er heilt sich hoch. Wir werden Satorus niemals verwenden. Ach, Stufenbeschränkung. Jo, und jetzt kommt die Sache mit, wir haben wenig Zauberfallen-Removal dazu. Ja, der Deck von denen ist selber nicht darauf aufgebaut, mit Stufenbeschränkung zu arbeiten. Ach Gott, was kommt denn jetzt? Zieht jede Menge Stufe 4 Monster nach, die alle in der Stufenbeschränkung hängen bleiben, großartig. Ja, cool. Schätze ich, setze mal die Spielkraft. Und dann warten wir mal. Oh, eine Feuerprinzessin. Nervig. Goblin-Zombie. Jo, Fluch des Vampirs. Jo. Ja, das ist ja schon direkt ein Traumgegner hier. Ja, das ist genau das Problem. Hey Sam, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen im Stream. Ich schätze, wir können die Feuerprinzessin mit einem Spalt loswerden. Das ist gar nicht so übel zu tun. Na Sam, wie geht's dir? Alles gut? Wieder ein bisschen fitter. Du warst ja, glaube ich, auch krank. Verwandlungskrug. Na, vielleicht ziehen wir über einen Verwandlungskrug was Sinnvolles. Naja, wir spielen stattdessen lieber eine Pyramidenschildkröte in Angriff. 1, 2, 3, 4, 5. Etwas besser? Na, immerhin. Das wird wieder ein Fall von, die Gegner blockieren ihr Feld komplett, damit sie keine Karten abwerfen müssen. Und das Ganze geht so lange, bis wir endlich was removeln können. Kann sich nur um Jahre handeln. Enzo hat gerade nichts. Da kommt nichts. Ein Adiger der Auslöschung. Ja, den muss man ja direkt mal aktivieren für einen flinken Momonga. Cooler Goblin-Zombie. Nichts, was ich jetzt unbedingt gebraucht hätte. Schwarzland-Feuerdrache. Spielen wir hier Kapselmonster-Kolosseum? Einen solchen verbreitenden Zombie. Können wir damit was anfangen? Das könnte vielleicht helfen. Gibt's irgendwas, uns effekttechnisch helfen könnte. Annulliere die Effekte von Effektmonstern. Briona kann Zeug zurückgeben, ne? Dann nimm Karten aus dem Spielfeld auf die Hand des Besitzers zurück. Ja, aber das heißt, das Ding würde einfach nur wiederkommen. Nebelkreatur ist, glaube ich, auch zurückgeben. Wenn diese
Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, kannst du einen Monster vom Typ Zombie im Friedhof deines Gegners wählen und als Spezialbeschwörung Angriffsbewusstsein auf deine Spielseite beschwören. Zerstöre es, wenn diese Karte entfernt wird. Nichts, was uns jetzt gegen die Zauberfallen da hinten wirklich helfen würde. Gegnerischen Friedhof ist auch nichts, was irgendwie nützlich wäre. Die Stufenbeschränkung jetzt für eine Runde loszuwerden ist nur sehr begrenzt sinnvoll, leider. Das ist wahrscheinlich besser als nichts zu tun. Mit was. Wie viel Sterne hat das Ding denn überhaupt? Mit was müssten wir das fusionieren? Ein Empfänger, ein oder mehr Nicht-Empfänger. Also zum Beispiel mit der Pyramidenschildkröte ginge das. Na komm. Aktivieren. Fusion zu Brionak, dem lustigen Drachen der Eisbarriere. Jo. Wird direkt mal in die Verteidigung gelegt. Super nervig. Aktivieren wir seinen Effekt. Zombie-Welt brauchen wir nicht, dann tun wir den hier noch weg. Und dann gibt den mal zurück. Und dann gibt die mal zurück. Den Effekt kann man mehrfach in einer Runde aktivieren. Okay, das hat mich jetzt gerade etwas verwirrt. Anyway. Rotäugiger Zombie-Drache, Fluch des Vampirs, Goblin-Zombie. So, dann killst du mal hier den Dude und benutzt den Effekt und holst Sirius Senshi auf unsere Seite. Kann das Ding eigentlich? Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, zahle 1000 Life Points, um den Effekt einer normalen Fallenkarte zu annullieren. Zusätzlich annulliere die Effekte von Zauberkarten, die diese Karte als Ziel bestimmen, und zerstöre diesen Zauberkarten. Naja. Cool. Die Senshi macht sich hier nützlich oder so. Geräumt, aber das kommt ja gleich alles wieder. Enzo am Zug, spielt ein weiteres Monster, spielt eine Zauberfallenkarte. Gibt alles auf die Hand zurück. Volle Brightseite. 2400. 2300. 2000. Nochmal 2000. 1100, dass die Kerle auch so viele LP haben mussten. So, Lawrence hat die Welt auf der Hand. Lawrence spielt ein Monster in verdeckte Verteidigung, spielt das Stufenbeschränkungsgebiet und drei weitere verdeckte Karten. Gefährlich. Okay. Dann geben wir die Stufenbeschränkung auch gleich wieder zurück. Dann gehen wir mal in den Angriffsmodus über. Was haben wir da? Unfug haben wir da. Angriff in die Lebenspunkte. Keine der drei Karten kann aktiviert werden. Okay, easy. Du gewinnst. Mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. 27 Runden durch Stufenbeschränkung, Stalling. Immer der gleiche Unfug. Gut, dass man Brionak hat. Es war ein gutes Duell, ja, ja, es war vor allem ein langes Duell. Hehe, Narren, ist das alles, was ihr gegen mich reißen könnt? Mahaha. Jo. Okay, also haben wir jetzt einen fragwürdigen Zombie-Tag-Team-Partner, mit dem man vielleicht theoretisch was reißen kann, aber praktisch auch oft genug nicht, schätze ich.